Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal RadioMC. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt hier zu einer neuen Runde auf dem Kanal. Und heute gibt es was ganz Besonderes und zwar testen wir die neuen Gunnergies von Montana Black. Es gab ja hier schon haufenweise Videos darüber und heute gibt es ein neues. Und ich habe richtig Bock, die neuen Sorten zu probieren. Wir haben hier auf der einen Seite Tropical Guave Geschmack und auf der anderen Seite Pflaume Zimt. Das ist hier die offizielle Winter Edition, sieht man hier oben. Und das hier ist die No Winter Edition. Die neuen Sorten sind auf jeden Fall ab dem 4.11. im Rewe erhältlich und ich glaube ab dem 7.11. im Kaufland. Aber wir schnacken nicht lange drum herum, sondern starten hier direkt rein. Und zwar würde ich sagen, wir starten mit Tropical Guave. Ey Leute, lange ist es her, als wir das letzte Mal Gunnergy probiert haben. Klickt doch mal gerne bei meinen Videos durch. Ich habe schon so viele Gunnergy Geschmackstests gemacht. Und ganz wichtig hier. Och, perfekt. Und zuallererst ein Geruchstest. Okay. Okay, das ist ein nicer Geruch, Mann. Aber ich würde sagen, wir probieren nochmal direkt rein. Boah, geil, ey. Junge, unfassbar. Es gibt so viele geile Gunnergy-Sorten und diese Sorte fällt da auf jeden Fall mit rein. Ich weiß nicht genau, was eine Guave ist, aber es scheint eine etwas süßlichere tropische Frucht zu sein. Und der erinnert tatsächlich auch so ein bisschen an den Tropical Exotic, wobei der Tropical Exotic natürlich nicht so süßlich war wie der. Der hat hier eine sehr, sehr angenehme Süße, aber der ist auch nicht so süß. Mir fällt gerade auf, wie lange ich keine Energy Drinks mehr getrunken habe. Das Krasse ist aber, der unterscheidet sich nochmal gut von den ganzen anderen Gunnergies. Also man würde den auf jeden Fall von den ganzen Sorten rauserkennen, würde ich mal so spontan sagen. Und der kriegt von mir tatsächlich eine 9 von 10. Der ist richtig, richtig nice, Alter. Was mir aber bei Tropical Guava auch noch auffällt, der erinnert ein bisschen an Kaktusfrucht. Also so ein bisschen vom Geschmack her. Aber trotzdem noch eine etwas andere Note. Und ich weiß nicht, ob die 9 von 10 ein bisschen hochgegriffen ist. Ich glaube, das war somit einer der besten Bewertungen, die ich für einen Gunnergy gegeben habe. Aber jetzt gerade in dem Moment fühlt es sich richtig an. Jetzt auch hier nochmal kurz zur Veranschaulichung. Das hier ist Tropical Guave. So ist die Farbe. So, und jetzt haben wir die zweite Sorte. Pflaume Zimt. Und ich glaube, da seid ihr alle sehr gespannt drauf. Das ist hier die offizielle Winter Edition. Ist hier ein Härchen drauf. Komm, geh weg. Wir probieren direkt mal rein. Ganz wichtig. Och, geil. Okay, und ich bin sehr gespannt auf den Geruch. Okay. Ganz spannend. Okay, was haben wir hier? Pflaume Zimt, ne? Oh mein Gott. Das ist brutal. Das ist brutal. Ohne Scheiß. Also ich habe erstmal so eine leichte Pflaumennote rausgeschmeckt, wie so jemand von so geschmorten Pflaumen kennt oder von so ein bisschen Marmelade, kann man auch sagen. Und jetzt, wo ich nochmal rieche, merke ich eine leichte Zimtnote raus, aber nur ganz leicht. Und wir probieren direkt mal. Ich kann nicht abwarten, meine lieben Freunde. Das ist, Junge, das ist Pflaumenmarmelade. Aber jetzt im Nachgang, da schmecke ich den Zimt nicht mehr so gut raus. Warte, noch einmal. Das ist ein richtiger Mindblow-Geschmack. Aber ich bin euch ganz ehrlich, ich habe ja Pflaumenmarmelade dazu gesagt. Und irgendwie, wenn ich daran denke, geht diese Zimtnote irgendwie ein bisschen verloren. Also irgendwie, anfangs habe ich die ein bisschen geschmeckt. Aber jetzt, wo ich so an diese Marmelade denke, da ist aber schon eine etwas andere Note drin. Ich glaube schon, dass der Zimt da drin ist. Man schmeckt es ein ganz klein wenig. Und das ist auch nicht zu süß oder so. Ich kann nochmal probieren. Boah, ich krieg nicht genug davon, ihr merkt's. Es ist ein sehr, sehr angenehmer Geschmack, den man so absolut noch nicht kannte. Und er würde tatsächlich von mir jetzt spontan aus meiner Reaktion heraus auch eine 9 von 10 bekommen. Also das erste Mal, dass ich zwei Gunnergies auf dieselbe Stufe stelle. Also beide sind brutal. Die sind wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und ich war sehr geflasht von dem hier. Den müsst ihr auf jeden Fall mal selber probieren. Und hier auch nochmal kurz zur Veranschaulichung. Das hier ist Pflaume Zimt. Das ist die Farbe. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Monte bald wieder neue Gunnergies auf den Markt bringt, denn dann kommen hier noch mehr Gunnergy-Probier-Videos. Und ich hoffe, wie gesagt, dass es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und teilt das Video gerne mit euren Freunden. In dem Sinne, haut rein, habt noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Und schreibt in die Kommentare, wie ihr die Sorten fandet, falls ihr die probiert habt. Ciao, ciao.